Dreimal schon hat der Schweizer Routinier in Wengen gewinnen können. Für die Abfahrten vom Freitag und Samstag gehört er zu den Top-Favoriten. Im ersten Training noch überraschender Dritter, hielt er sich im Abschlusstraining wieder in gewohnter Voigtsmanier zurück. In der Endabrechnung rangiert er auf Platz 30, verliert über 2,5 Sekunden auf die Bestzeit. Für Marco Odermatt ist das Lauberhorn noch Neuland, da muss man sich erst zurechtfinden. Nach seinem großen Rückstand von über 4 Sekunden im ersten Training klappte es diesmal besser. Im Ziel verlor der Gesamtweltcup-Vierende 1,5 Sekunden auf die Bestzeit. Diese lieferte bei der Hauptprobe Max Franz. Der Österreicher drückte am meisten aufs Tempo und nahm der Konkurrenz eine halbe Sekunde und mehr ab. Eine Steigerung zeigte Nils Hintermann, der im ersten Training noch, Zitat, alles Wichtige verbockt hat. Diesmal verlor er nur eine knappe Sekunde auf die Bestzeit von Franz und ist als bester Schweizer Fünfter.